Ich denke, die Vorbereitung war wie sonst auch immer. Also wir sind da sehr, sehr akribisch. Man denkt ja immer in Dassendorf, die bereiten sich nicht vor oder die machen das schon, aber wir sind da schon Woche pro Woche immer am obersten Limit beim Training. Und ansonsten, ja, Spiel war super, gute Stimmung, ungeschlagen weiterhin. Das ist genau das, was wir wollen. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr intensiv vorbereitet, haben uns vorgenommen, auf jeden Fall vorne zu attackieren, weil viele Mannschaften sich hier hinten reinstellen und gegen Dassendorf 90 Minuten hinten drin zu stehen, ist tödlich, irgendwann knallt's. Hatten dann natürlich einige unglückliche Ausfälle auch unter der Woche. Also fast alle Stürmer sind ausgefallen, deswegen waren wir ein bisschen ja, angenockt hier angekommen, sind wir angenockt hier angekommen. Aber ja, wir haben uns vorgenommen, vorne drauf zu gehen. Das hat auch die erste halbe Stunde, denke ich, gut geklappt. Wir haben das Spiel sehr offen gestalten können, aber dann, ja, blödes Gegentor, dann kriegen wir direkt den zweiten. Und dann ja, hat man kurz Mühe, sich wieder zu finden, haben uns dann irgendwie in die Halbzeit geschleppt. Aber ich finde sonst 75 Minuten echt gut mitgehalten, auch da wirklich hier Paroli geboten, am Ende dann unglückliche Gegentore gekriegt. Ja, wir wussten, dass Paloma, dadurch, dass es eine Kunstrasenmannschaft ist, Schwierigkeiten bekommen wird. Von daher haben wir uns einfach auf unsere Stärken konzentriert. Und ich denke mal, das haben wir auch gezeigt. Gerade hinten raus nochmal. Erste Halbzeit war wirklich top. Machen wir zu wenig Tore. Zweite Halbzeit, ja, machen wir nachher zum Ende den Lucky Punch. Das ist das, was uns letztendlich auch über die Saison auszeichnet. Und wir sind höchst zufrieden. Also uns wirklich hier gut zu verkaufen, zeigen, dass wir mittlerweile ein Top-Team sind, dass wir uns nicht hier aufgeben und irgendwie noch das ja, fünfte, sechste kriegen. Können wir uns auch bei unserem Torwart bedanken auf jeden Fall, der uns heute echt einige Male hinten da was rausgeholt. Aber nee, wir wollten weiter unser Ding durchziehen, haben uns auch noch, oder haben auch noch an uns geglaubt, wollten wirklich hier noch was holen. Am Ende ja, vergeigen wir leider die Chancen, die Großkaräter, die du dann machen musst gegen eine Mannschaft wie Dassendorf, was häufig unser Problem ist, dass wir unsere Chancen nicht nutzen. Und am Ende, ja, muss man halt sagen, ist Dassendorf halt ja, eine super Mannschaft. Ja, als nächstes wartet Cordi. Das ist natürlich immer ein ja, brisantes Duell, aber ich denke, wir nehmen einfach den Schwung mit aus den letzten Wochen. Wie gesagt, wir sind ungeschlagen, wir müssen uns vor niemandem verstecken und das werden wir auch gegen Cordi zeigen. Aber wir haben gesehen, dass wir gegen die großen Mannschaften oben mithalten können. Und dieses Selbstvertrauen wollen wir auf jeden Fall weiter mitnehmen in die nächsten Spiele, um halt so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um am Ende halt die Meisterrunde klarzumachen, auch oben uns festzubeißen weiterhin. Wir sind halt keine Rasenmannschaft. Jetzt kommen halt ein, zwei Rasenspiele auf uns zu. Deswegen konnten wir uns jetzt ein bisschen einspielen. Nächstes Wochenende auf Rasen bei Meindorf. Und da wollen wir halt genauso auftreten, auch wieder unseren Fußballspiel und klar zeigen, dass wir da oben hingehören.